wir sozusagen nicht hier so viel rumschwafeln, uns mal gleich diesem Text zuwenden, den Sie gekriegt haben. Diese gut zwei Seiten. Diese zwei Seiten oder diese zweieinhalb Seiten. Also jetzt brauchen wir nochmal gerade ein sind aus den besagten Aufzeichnungen von Alexander Schmemann. Wer war Alexander Schmemann? Ja, ich habe nie gehört, das macht doch nichts. Muss man vielleicht nicht unbedingt gehört haben. Ein orthodoxer Theologe, in Estland geboren, emigriert, mit den Eltern in Paris aufgewachsen, dort am Serious-Institut studiert und hat dann 1943, glaube ich, seine Frau geheiratet und ist dann emigriert, aber nicht, weil er geheiratet hat, sondern weil orthodoxe Priester das vor der Priesterweihe tun müssen, 20 Jahren geheiratet und dann seine Familie gegründet und ist dann in die USA emigriert, Anfang der 50er, weil er im St. Vladimir, glaube ich, irgendwo in New York oder bei New York, einen Lehrauftrag bekommen hat und war dann im Grunde genommen bis zu seinem Tod an diesem Lehrinstitut tätig, meistens als Dekan, war vernetzt in ganz viele Bereiche. Es ist interessant, wenn man diesen Namen mal anschaut, weil diese Namen, dieses Netzwerk, das will ich heute ein bisschen bemühen. Also ich bin eigentlich per Zufall dahin gekommen, den Schmemann die Aufzeichnungen zu lesen, weil ich das Eucharistiebuch von ihm kannte. Die letzten 10 Jahre hat er sowas wie ein Tagebuch geführt und sehr interessante, finde ich, Beobachtungen gemacht. Dieser Mann war in der Beobachtungskommission des Zweiten Vatikanischen Konzils von orthodoxer Seite. Dieser Mann war über seine Herkunft seine Kindheit und Jugend in Frankreich mit Namen wie de Lubac, spätere Kardinal, oder Louis Bouillet, der heute öfter auftaucht, großer Oratorianer, Konvertit, also ehemaliger Protestant, ist dann zum Katholizismus konvertiert, verbunden, auch wenn die sich manchmal akademische Schlachten geliefert haben. Und immer in diesem Netzwerk taucht sehr früh immer schon der Name Ratzinger auf. Und deshalb, wenn Sie heute nur mal, auch wenn das eine Auswahl ist, dieses Literaturverzeichnis anschauen, wenn Sie das so auf den ersten Blick durchgehen, dann denken Sie wahrscheinlich, ich habe Aktien beim Johannes Verlag in Einsiedeln, aber das ist ein Fehler. Das ist ein Fehlschluss. Ja? Aber es ist schon interessant, dass nur dieser Verlag, also das ist nicht Pustet, es ist nicht der allbekannte und allseits und sich demnächst noch dumm und dämlicher verdienende Herder Verlag, wenn die neuen Lektionare kommen ab 1. Advent, ja, da kommt ja eine neue Übersetzung, also kommen neue Lektionare, dann sind die wieder saniert für die nächsten 30 Jahre oder 40, weil das natürlich alle Gemeinden kaufen müssen, sondern es ist dieser Johannes Verlag, der immer wieder, und das natürlich damals noch zu Lebzeiten von Hans-Urs von Balthasar, der ja hinter diesem Verlag stand, solche auch ausgefallene Leute im Blick hatte und sie publiziert hat. Diese Sachen finden Sie sonst nur in Englisch und in Französisch. Leider ist zum Beispiel das ein Buch, da komme ich später drauf, von Bouillet, das gibt es immer noch nicht in Deutsch, ja, obwohl es eigentlich notwendig war. Aber das ist natürlich immer auch eine Politik, dass manche Bücher über die Hochgebete, ja, oder genau wie die Memoiren von Louis Bouillet, die sind so scharf, ja, wir werden nachher ein bisschen auf den Geschmack kommen, die sind so scharf, dass die nicht ins Deutsche übersetzt werden. Ja? Die sind im Original Französisch, sind vor einiger Zeit erst im Englischen erschienen, wurden dann sogleich von den Hyperkatholen entdeckt, also den ganz rechts außen, wo dann behauptet wird, also das zweite Hochgebet, das muss man auch manchmal, das muss man auch im Hirn beten. Die allen Ernstes dann behaupten, in einer Besprechung habe ich gelesen, in einem Blog, das zweite Hochgebet aus dem jetzigen Messbuch sei in einer Pizzeria geschrieben worden. Das hat sozusagen wie damals Friedrich Merz die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, ja, haben sie sich bei einer Pizza hingesetzt und haben gesagt, ach, komm, ja, du bist heilig. Da Einsetzung durch dahin, dann Muttergott, ja, komm. Soll man Muttergott, ja, komm, Muttergott, das muss rein. So, irgendwie, so soll man sich das wahrscheinlich irgendwie vorstellen, ja. Das ist, ich bin auch nicht immer ganz glücklich mit der Endgestalt dessen, was da jetzt im zweiten
Hochgebet geworden ist, aber weil man das auseinandergerissen hat und daraus die Präfation gemacht hat und das Hochgebet, obwohl das, was man sogenannte Präfation nennt, ist eigentlich Grundbestand dieses Gebetes auch. Aber das geht auf Hippolyt zurück. Ja? Das ist ein zweites, drittes Jahrhundert. Also das hatten wir, da gab es, glaube ich, noch keine Pizzeria in Dings. Ja? Weil die Pizza in Amerika erfunden von Exil-Italienern. Nein, gab es sicher noch keine Pizzeria in Rom. Ja? So. Rom ohne Pizzeria, stellt sich das mal vor. Ja? Da ist das Hochgebet schon entstanden. Also da sieht man auch wieder, wie töricht dann manche Argumente sind und wie die hergenommen werden. Schmähmann. Ein sehr kritischer Geist auch seiner eigenen Kirche gegenüber. Also auch was Orthodoxie angeht. Ich bin gar nicht sicher, ob der, also der hat in, das ist irgendwie tragisch, wenn man das so verfolgt, aber auch erstaunlich, wie sehr der dem Leben verbunden war, seiner Familie, seiner Frau bis zum Schluss. Und dann hat er irgendwie in seinem letzten Dreiviertel Lebensjahr, hat er irgendwie so Schwindelgefühl gekriegt und so. Und dann hat man festgestellt, der Kopf ist voller Tumore und ist überhaupt nichts mehr zu machen. Ja. Und wie der bis zum Schluss, ohne, es gibt überhaupt keine Auflehnung, so, ja, sondern sich da hineingegeben hat. Und es gibt, man muss das auf YouTube wirklich mal anschauen, zumindest die Bilder, wie er den letzten Gottesdienst, er hat sein Leben lang über Danksagung gearbeitet und der letzte Gottesdienst, der hält, ist in Amerika on Thanksgiving. Ja? Und er nochmal eine kleine vorbereitete Ansprache, was er auch ein Leben lang nie gemacht hat, aber er hat einen Zettel benutzt. Ja? Und man sieht ihn schon von der Krankheit gezeichnet, nochmal die große Liturgie feiern kann. Und er dann 14 Tage später ist er tot. Das ist beeindruckend, ein solches Lebenszeugnis. Ja? Die Beobachtungen sind nicht immer angenehm. Ja? Also für uns als Zölibatärlebende ist es natürlich auch nochmal ein interessanter Blick, wie ein Priester mit seiner Ehefrau lebt. Das ist auch ein beeindruckendes Beispiel einer geführten Ehe, das muss man auch sagen. Ja? Das ist das eine, aber überhaupt, wie der als Akademiker, der er eigentlich nie sein will, ja, wie der nie auch eine gewisse Bodenständigkeit verloren hat. Wenn er zum Beispiel irgendwie schreibt, ich lese seit Jahrzehnten keine theologischen Bücher. Das finde ich zum Erbrechen. Ja. Ich habe gedacht, interessant. Ja. Was der liest als eine Offenbarung, ist die Natur. Es vergeht kaum ein Tag, eines Tagebucheintrags, wo der nicht die Schönheit irgendeines Astes oder ein Gesamteindruck, das mag den Herbst besonders, vielleicht habe ich das deshalb auch besonders gerne gelesen, und wenn es eine nasse Straße ist oder der sich verfärbende Wald oder das Laub, so, das ist sehr, also das ist nochmal sehr öffnend, ja, gerade wenn man so, man entwickelt ja auch manchmal so einen theologischen Tunnelblick, ja. Lesen wir mal. Die Kirche ist zu einer Organisation unter Organisationen geworden, zu einem Unternehmen unter anderen Unternehmen, was die Kirche zuvor nie gewesen war. In der frühchristlichen Periode, zu jener Zeit, da sie noch von der Welt abgelehnt wurde, war die Kirche eine eschatologische Wirklichkeit. Also dieses Wort wird uns heute befassen. Eschatologie ist die Lehre von der Endzeit. Wenn wir sagen eschatologisch, dann ist das eine Ausrichtung, eine Hinrichtung, eine Orientierung auf das Ende hin. Die Eschata, das ist griechisch, ja, sind die letzten Dinge. Eschatologische Wirklichkeit. Nur mal eine Frage. Wann ist Ihnen das zum letzten Mal begegnet? Nicht nur in Ihrem geistlichen Leben, sondern hier, ihr könnt ja, gut, ihr müsst das wahrscheinlich hören, oder? Gibt es Eschatologie, ja? Wer liest die? Pater Schneider oder wer liest die? Fechte. Ah, und ist gut? Richtig so? Viele Balthasar. Ah, das ist schon mal gut. Dann ist es aber gut, oder? Ja. Oh, na gut, ich will sie nicht in Verlegenheit bringen. So. Kam da immer darauf an, wie man den Balthasar dann nimmt, ja? So. Das wird immer so klein, klein gemacht. Ich weiß auch nicht. Ja. Ist egal. Das ist jetzt nicht. Denken Sie nur mal dran, auch an Predigten oder so etwas, dass wir uns mit letzten Dingen oder mit dem, was auf uns zukommt, beschäftigt haben.
ist fast ein Ausfall, oder? Ich kann mich noch an mein eigenes Erschrecken erinnern, als wir hier Andreas Wollbold hatten, eingeladen hatten, im Jahr des Glaubens. Ja. Und der über diesen Teil des Credo gesprochen hat, über den letzten Teil. Da hat er losgelegt, ja, 20 Minuten über die letzten Dinge, ja, ich war, glaube ich, blau im Gesicht am Schluss, ja. Also, ja, ich mal für die Toten beten und das ganze Programm. So. Oh. Ich habe gedacht, gut, das müsste man vielleicht pastoral noch in einzelnen Dosierungen irgendwie vornehmen, ja. Aber weil wir das überhaupt nicht mehr gewohnt sind, vom Ende her zu denken, überhaupt in eine Entwicklung hier zu denken. Also, das sagt er hier, die Kirche war eine eschatologische Wirklichkeit. Das heißt, sie befasste sich nicht mit irgendwelchen ausgesprochen weltlichen Aktivitäten. Ja, das konnte sie überhaupt nicht. Aha. Gegenfrage, was machen wir heute eigentlich anders, als uns mit weltlichen Aktivitäten zu befassen? Also ich sage damit nicht, dass die Kirche nichts zur Flüchtlingsproblematik sagen soll. Natürlich, wenn ich das Matthäus-Evangelium, Matthäus 25 anwende, ist es klar, ich war nackt und obdachlos, ihr habt mich aufgenommen und bekleidet. Natürlich ist das ein Impuls aus dem Evangelium. Das Problem ist immer nur, wie wir heute im Evangelium gehört haben, das der Priorität. Womit befasst sich die Kirche? Außerdem denn noch? Nehmen Sie mal, wenn Sie nur heute anklicken, Domradio zum Beispiel oder katholisch.de oder so, gucken Sie mal, was da gefunkt wird. Das sind die medialen Aushängeschilder der Kirche, der katholischen Kirche in unserer Republik. Gucken Sie mal, was der Kardinal jetzt diese Woche sagt in Köln, unser Metropolit. Der sagt wieder was zu Flüchtlingen, wenn er nicht zum Tanzen oder jetzt demnächst kommt sicher nochmal wieder was zum Fußball. Das ist das Problem, wenn man als Kardinal jede Woche irgendwie im Film was sagen muss. Das irgendwie kommt jede Woche auf Woche, das geht relativ schnell vorbei, muss man natürlich immer irgendwie was sagen. Ich habe noch, also klar, zu den Eschata hat er noch nicht gesprochen, okay, das glaube ich können wir enthüllen. Aber überhaupt zu einem sehr genuinen kirchlichen Thema. Aber das ist natürlich das, was die Medienleute nicht wollen. Sie sagen, sie kriegen Klicks, sie kriegen ganz viele Klicks, Hunderttausende, ja. Und ganz viele, die sagen, nach dieser schrecklichen ostpreußischen Eiszeit, die wir da hatten bei dem vorherigen Kardinal, ist jetzt alles Gott sei Dank so rheinisch, ist alles so großartig. Ja. Das ist jetzt schön, das ist einer von uns. So, das ist ein bisschen Kölsch, so, der tut keinem weh, so Schunkel, Munkel und so. Und dann sind wir aber das, was man früher sehr despektierlich Kölsche Knüngel genannt hat. Ja. Ob das dem Evangelium entspricht, das müssen die Kölner wahrscheinlich selber entscheiden. Jedenfalls tun wir noch etwas anderes als ausgesprochen weltliche Aktivitäten. Schmähmann sagt, die Kirche konnte das früher überhaupt nicht. Sie konnte es gar nicht. Das Zentrum ihres Lebens war die Eucharistie. Das Zentrum ihres Lebens. Ja, da kann man sagen, ja, also jetzt soll der sich mal nicht so aufregen, dieser Eifelpastor. Ja, was will er denn? Ja, wir haben doch unsere Konzilsdokumente. Also in der Liturgiekonstitution. Da steht doch das auch drin. Die Eucharistie ist Gipfel, Quelle, Höhepunkt. Das ist doch das Zentrum des Lebens der Kirche. Ist es? Ich stelle nur Fragen. Beantworten Sie die mal. Im Blick darauf, wo Sie herkommen. Ob aus einem Priesterseminar, ob aus einer Pfarrei oder hier. Egal, wo Sie sich dazu zählen. Ist die Eucharistie das Zentrum, Gipfel, Quelle, Höhepunkt? Und wird es deutlich, dass man daraus lebt, dass man gar nichts anderes mehr tun kann, als genau daraus zu leben? Und was das bedeutet, dem wollen wir heute mal nachgehen. Das Zentrum ihres Lebens war die Eucharistie, das Sakrament der Verwandlung, nicht nur von Brot und Wein in himmlische Speise, sondern der Welt. Eucharistie als Sakrament der Verwandlung der Welt, des Lebens, selbst in Vorausnahme des ewigen Reiches. Ich habe gestern noch, also heute ist ja Oskar nicht da, der sitzt jetzt im Flieger und fliegt in die Dominikanische Republik, um seinen Vater und seine Familie zu treffen. Das ist einer unserer erwachsenen Ministranten, Student.
Wir haben gestern über Staatsbürgerschaften gesprochen, weil er Kolumbianer ist von Herkunft, vom Pass her. Und hat immer Schwierigkeiten mit seinem Pass. Ich weiß auch nicht, irgendwie in die Behörden in Kolumbien, Isabel wird das vielleicht bestätigen, das ist ganz schwierig, ja, leidvolle Gesichter. Das muss irgendwie schwierig sein, weil es immer am Flughafen Schwierigkeiten gibt. Ja. Und dann haben wir über Staatsbürgerschaft hin und her gesprochen, bis wir dann plötzlich drauf kamen, es ist eigentlich so egal. Ja. Paulus sagt, unser Politeuma ist woanders, unsere Bürgerschaft, ist im Himmel. Das ist übrigens der Grund, weshalb die Kirche international ist. Also diese ganzen Nationalitäten, auch das muss ich sagen, das versteht natürlich gar kein Mensch mehr, dass jetzt ausgerechnet unter sehr geradezu nationalistischen Vorzeichen plötzlich das Christentum da instrumentalisiert wird auf irgendwelchen Demonstrationen. Das ist ein Widerspruch in sich. Das geht überhaupt nicht. Wenn es irgendetwas Internationales gibt, Übergreifendes, wo es gar keine nationalen Grenzen kennt, ist es das Christentum. Schmähmann weiß das sehr wohl in der Orthodoxie und er nennt die Nationalkirchen nennt er Götzen als Orthodoxe. Wir haben das, ist ja genau heute das Problem, etwa beim Großen Konzil, ja, dass da politische Interessen auch aufeinander stoßen. Ja. Wenn da Ukrainer, die jetzt um die Autokephalie bitten, also die Orthodoxen, nicht die Unierten, sondern die Orthodoxen, ja, die natürlich jetzt sagen, was haben wir mit Moskau zu tun? Im Gegenteil, das sind ja die uns überfallen, ja. Das sind ganz schwierige Fragen, wenn Kirche in nationalen Interessen aufgeht. Das ist ein Widerspruch in sich im Christentum. Ja? Und es hat ganz schwierige Konsequenzen. Das Leben wird verwandelt in die Vorausnahme des Reiches, des himmlischen Reiches. Sucht zuerst das Reich Gottes. Man könnte aufgrund dessen, was Schmähmann hier schreibt, sagen, feiert zuerst die Messe. Das wäre die direkte Übersetzung dieses Wortes. Aber nicht so, wie wir die heute feiern. Das sicher nicht. Kommen wir noch drauf. Deshalb war die Eucharistie das Sakrament der Kirche, und zwar der Kirche als Gemeinschaft. Da steht dann das griechische Wort Synaxis. Das haben die Väter eigentlich durchgängig benutzt, dieses Wort. Wir merken noch das sehr verwandte Wort, das die Väter dann nicht benutzt haben. Das ist aber im Grunde genommen gleich. Synagoge, ja, ist im Grunde genommen gleich. Aber das war sozusagen fürs Judentum reserviert. Ja. Kirchenväter sprechen bei der Versammlung, und die Orthodoxie tut das bis heute, von der Synaxis. Und die Kirche als Liebe, Erbarmen, Agape, und die Kirche als Wissen um die göttliche Welt. Da haben wir übrigens dann die drei kirchlichen Grundvollzüge. Ja, mit Liturgie, Agape und Martyrie. Der Kirche als Vollendung aller Dinge in Christus. Darauf folgte eine christliche Epoche. In einer gegebenen Nation wurden alle zu Christen und die Laienschaft zeigte sich als eine neue Form christlichen Lebens. Ein Laie ist nicht einer, der wie im frühen Christentum außerhalb der Kirche steht. Also Laie, ein Laikos ist zunächst mal einer, der nicht getauft ist. Der hat mit der Kirche gar nichts zu tun. Das ist der Begriff des Laien. In Abgrenzung von den Getauften. Sondern jetzt einer, der im Unterschied zu den Klerikern, den vollzeitlichen Beamten der Kirche, das Leben dieser Welt lebt. Und das Leben dieser Welt leben heißt, dieses Leben mit Glauben, Wissen und Gebet und so fort zu erhellen, der die Welt heiligt durch den Glauben an eine andere Welt. Die Zeit durch die Lehre von der Endzeit, die Erde durch den Himmel. Im Grunde genommen, wenn wir die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils anschauen, und in diesem Sinn sind sie sicher heute schon so überholt wie nur irgendetwas, ist das die Beschreibung des Laien. Die Heiligung der Welt ist so ein Stichwort hier in diesen Texten. Aber es ist vorbei, weil es eigentlich eine christlich geprägte Gesellschaft voraussetzt. Die haben wir aber nicht mehr. Obwohl das Christentum bis hier ja allein von den Zahlen messbar, vorherrschbar war. Das ist dieser Satz, der gleich kommt, ja, vor unseren Augen ist das zusammengebrochen. Das ist schon passiert. Das ist weg. Und zwar selbst bei denen weg, die heute noch getauft sind. Aber die Zahl wird auch weniger. Dass Menschen bereit sind, sich überhaupt taufen zu lassen oder ihre Kinder zur Taufe zu bringen. Was immer das heißt. Das ist weg. Wir sind mitten in diesem Zusammenbruch. Deshalb ist das, was das Konzil eigentlich sehr,
sehr optimistisch vom Laien sagt, ist eigentlich in diese zweite Epoche einzuordnen hier, die gar nicht mehr Realität ist. Das ist das Problem. Deshalb versteht natürlich auch auf der Synode von Trier niemand mehr, wenn man dann sagt, ja, aber die Laien haben doch eine Aufgabe. Das ist die Heiligung der Welt. Das ist diese Erde an den Himmel zu erinnern. Ja, hier, wie er das sagt. Das könnte man, das ist fast 1:1 aus dem Zweiten Vatikanum. Ja? Die Heiligung durch den Glauben. Da wendet sich doch die Kirche der Welt zu. Und umgekehrt, die Kirche heiligt den Laien, indem sie ihm am Reich Gottes und an einem Leben in der Welt teilhaben lässt, indem sie ihm, wenn ja auch vorerst als Ideal, den Sinn des Lebens zeigt. Ja, die Kirche ist zum Tempel geworden, zum Kult, doch dieser Tempel, dieser Kult, dieser Kontakt, diese Eschatologie bestehen in Beziehung zur Welt als Offenbarung, als Gabe, als Möglichkeit eines neuen Lebens, als Wissen um das Leben an sich, als neue Schöpfung. Also wenn ich zunehmend aus dem Inner Circle auch eines kirchlichen Apparates Sätze höre wie: Es muss endlich Schluss damit sein, dass wir als Kirche den Leuten irgendetwas sagen. Dass wir den Eindruck erwecken, wir hätten irgendetwas zu geben. Wir hätten irgendetwas zu sagen. Aha. Das ist inzwischen in breiten Kreisen Common Sense. Und es ist natürlich auch eine Beschreibung der Realität. Wir haben nichts mehr zu sagen, das stimmt schon. Wir haben nicht, aber wir hätten eigentlich. Das ist die größte Problemanzeige, die ich im Moment sehe. Diese christliche, von der Sehnsucht nach dem Reich Gottes geprägte Welt, das schreibt dieser Mann Mitte der 70er Jahre, diese christliche, von der Sehnsucht nach dem Reich Gottes geprägte Welt ist vor unseren Augen zu Fall gekommen. Das hätte wahrscheinlich, obwohl es ja auch schon kritische Hirtenbriefe nach dem Zweiten Weltkrieg gibt in Deutschland. Wir haben mal, ich weiß nicht, ob sich einige erinnern, Eugen Deigeler hat mal einen Vortrag gehalten, das war noch in der KAG, genau darüber, dass es schon 1949 sehr kritische Hirtenbriefe gibt von deutschen Bischöfen, die sagen, dass alles von wegen 50er Jahre, Katholizismus, da war die Welt noch heil, die das sehr, sehr kritisch sehen und eigentlich sagen, das ist sehr morsch, sehr brüchig. Und hier schon vor 40 Jahren im Grunde genommen ist vor unseren Augen zu Fall gekommen. Doch das Paradoxe und Tragische dieses Falls, dieses Zerfalls, zeigt sich im Faktum, dass die Kirche im selben Maße fiel, wie sie ihre eschatologische Funktion in der Welt aufgab, sich mit dieser Welt und ihrem Aktivismus verband, ja, sich mit ihrem Aktivismus identifizierte, sodass die Kirche buchstäblich zu einem Teil der Welt, ihrer Organisation und ihrer Aktivität geworden ist. Auch das ist heute Faktum, wenn ich richtig sehe. Wir müssen uns um den Hunger kümmern. Wir müssen uns um die Arbeit, egal welche Frage wir auftischen, müssen wir uns als Kirche drum kümmern. Realistischerweise müsste man sagen, vielleicht auch. Aber um was müssen wir uns eigentlich kümmern? Und wenn man dann neuere Papiere auch unter diesem Aspekt nochmal die Synodenbeschlüsse anschaut, jetzt hier in unserem Bistum, muss man sagen, die ganze Aufmerksamkeit geht rein in diesen Bereich der Aktivität. Aktivismus pur, was wir tun müssen. Aber der andere Bereich, also Eschatologie, bis hin Liturgie, das gibt es gar nicht mehr. Es gibt kleine Bemerkungen zu Liturgie. Die Sonntagsmesse muss attraktiver gestaltet werden. Okay, alles klar. Wissen wir, was wir zu tun haben. Die Säkularisierung der Welt hat als eine Befreiung von der Kirche begonnen, nicht vom Glauben, vom Klerikalismus, nicht von der Laienschaft. Doch die Kirche ist schuldig, weil sie gewissermaßen die Laien abgeschafft hat, indem sie einerseits die Laien zu Kunden der Kleriker machte. Das muss man sich vorstellen, das schreibt der Mann vor 40 Jahren.
Gehen Sie mal heute in ein x-beliebiges Ordinariat oder Generalvikariat. Das ist genau die Denke, die die in ihren Köpfen haben. Wir haben Kunden, wir müssen kundenorientiert sein, wir müssen liefern, das kriegen die Pfarrer, das kriegt ihr schon reingetrichtert, bevor das Wort überhaupt fällt. Ja? Kundenorientierung. Was wollen die Leute? Was ist unser Angebot? Was haben wir in unserem kleinen Bauchladen? Da hat man früher Brause drin, heiße Würstchen oder sonst was, gibt es heute Mittag auch. Ja? Also die heißen Würstchen, nicht die Brause. Ja, was haben wir den Leuten anzubieten? Und das wird gefragt. Und wenn das nicht gefragt wird, müssen wir unser Angebot ändern. Ganz einfach, so ist das. So läuft die ganze Maschine Generalvikariat, Ordinariat. Danach läuft die. Evangelium, Jesus Christus, Gott. Wir gehen nach Bedarfslage. Vielleicht so als kleines Sushi, eingewickelt in irgend so ein Ding. So kleine Dosen. Aber keine Rohkost. Kein Vollkornbrot, gibt's nicht. Ich habe in dieser Woche bei Talia